Ja, und wie wir gesehen haben, brauchen wir für unser Color Model ein bisschen mehr Zeit. Deshalb habe ich Folgendes gemacht. Schaut mal her, UI Color Model Step 1. Da habe ich unser Beispiel von eben reinkopiert und dann dupliziert im Step 2. Und da machen wir jetzt auch weiter. Denn ja, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Also, hier sind wir dann im Schritt 2 zu unserer Model-Geschichte. Die Idee war, zu trennen zwischen unserem UI, unserem User Interface und eben dem echten Modell, was erzeugt werden soll an Daten. Und hier geht es eben nur mal um eine Farbe. Also haben wir eine Klasse Color Model gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, beispielsweise in unserem Storyboard, pass mal auf, wir setzen alle aktuellen Werte auf 1 und dann wissen wir schon, das wäre dann ja so etwas wie ein Weiß. Und wir gehen dann her auf unseren View Controller und holen uns eine weitere Stored Property hinein. Denn unser View Controller soll ja jetzt sein eigenes Color Model haben. Ah, das ist natürlich eine tolle Sache. Wir haben unser Color Model klein geschrieben. Properties sind immer mit einem Kleinbuchstaben beginnen. Und was ist das für eine Klasse? Das ist unser Datentyp Color Model. Aber Achtung, hier eben das gleiche Problem. Wenn die Klasse ViewController eine Stored Property hätte, die nicht gleich initialisiert oder optional ist, müssten wir einen Initializer schreiben. Das können wir aber nicht, weil wir als Klasse einen UIViewController extenden und der eben schon eigene Dinge macht. Also müssen wir jetzt hier unser Color Model gleich initialisieren und das können wir ja auch tun. Dafür haben wir ja einen Initializer gemacht und können sagen, ist gleich ein Color Model und da haben wir doch den Initializer mit den Rot-, Grün- und Blau-Werten und wir übergeben jeweils eine 1. Das ist ja auch das, was wir im Storyboard den einzelnen Slidern als Wert übergeben haben. Also unser ViewController hat eine Stored Property Color Model vom Typ Color Model mit großem C und wir haben es gleich initialisiert. So, und zwar hier mit den Werten Rot, Grün und Blau und damit werden ja die Stored Property unseres Modells gesetzt. Jetzt gehen wir her und sagen, wenn sich der Slider Red in seinem Wert ändert, dass wir dann sagen, okay, liebes eigenes kleines Color Model, dein Wert für Red soll jetzt sein der Wert, den unser Slider hier gerade hat. Das ist ja unser Slider Red Value Change. Das Argument heißt Sender, das ist dieser und das ist der Value. Und damit seht ihr schon, wir kommen sogar aus, ohne Outlets haben zu müssen. Wir haben nur die Action-Methode. Naja, und das lässt sich natürlich jetzt hier auch einfach duplizieren. Wenn sich grün ändert, dann ändern wir von unserem Color Model den Grünwert und wenn sich blau ändert, ändern wir von unserem Color Model den Blauwert. Und das, was wir jetzt immer noch brauchen, ist so eine Methode, die aber auch, wenn sich ein Wert ändert, tatsächlich die Farbe unseres Hintergrundes auch setzt. Also machen wir uns eine Methode, nennen sie durchaus setColor. Sie hat kein Argument. Was ist zu tun? Es ist zu tun, dass der View von unserem ViewController eine BackgroundColor hat. Und das ist doch jetzt nur vom Color Model die aktuelle Color. Wow, wie toll ist das denn? Was ist denn das Color Model Color? Rechte Maustaste, Jump to Definition. Aha, wir wollen das hier als Stored Property uns anschauen und wir sehen, das ist eine Calculated Property. Eine Property, die heißt Color,
ist vom Typ UI Color und wird immer, wenn ich darauf zugreife, neu bestimmt. Und zwar anhand des Rot-, Grün- und Blau-Anteils machen wir uns eine neue UI Color. So, und wenn ich also sage, lieber View, deine Background Color ist jetzt vom Color Model die Color, dann ist das egal, ob unsere Slider die Farbe geändert haben oder ob jetzt der Server uns gesagt hat, lieber View Controller, dein Color Model, das ist jetzt auf Pink gesetzt, und dann würden wir Set Color aufrufen und wir hätten Pink. Wir haben jetzt also getrennt den Wert der Daten von unserer App aus dem User Interface heraus. Ja, es ist nicht mehr so, dass unsere Slider missbraucht werden als Datenspeicher, sondern unsere Slider setzen nur noch Werte auf einer Modell, auf der Instanz einer Modellklasse. Und diese werden dann verwendet. Und dementsprechend müssen wir hier natürlich, nachdem wir unser Modell beeinflusst haben, auch Set Color aufrufen. Und wenn ich das Beispiel jetzt laufen lasse, dann seht ihr, wie es wieder funktionieren wird. Und wir haben diesmal unser User Interface entkoppelt über eine Modellklasse und können so unsere Farben bestimmen. Also ihr seht, das funktioniert alles noch ganz wunderbar. Und ich glaube, der Effekt leuchtet jedem ein, denn jetzt ist ziemlich klar, oha, da gibt es ein Farbmodell, ein Color Model, da kann ich also Farbanteile setzen, da kann ich mir dann jederzeit eine Farbe zu herausholen, und das haben wir jetzt mal aus Luxus gemacht, hier als Dot Property und als Method, ist natürlich Blödsinn, eins von beiden hätte ja genügt, und wir haben dann hier im View Controller uns ein Color Model gemacht. Und wenn immer ein Slider seinen Wert ändert, wird nur auf dem Modell der entsprechende Wert geändert. Und über Set Color kann dann aus dem Modell die Farbe bestimmt werden. Und wie gesagt, die Unabhängigkeit ist jetzt erreicht. Auch eine Datenbank könnte jetzt etwas laden und eine Hintergrundfarbe bestimmen. Und die würde dann eben für diesen View Controller gelten. Also das Beispiel ist jetzt noch nicht komplett. Model View Controller machen wir ja dann auch in unserer, so eine Art To-Do-Liste. Natürlich kein iOS-Tutorial ohne To-Do-Liste. Und da werden wir das ganz klar noch mal haben, diese Trennung zwischen Benutzerinterface und Modelldaten. Aber hier war es mir schon mal wichtig, das einzustreuen. Ihr seht, ihr könnt so Datenkapseln bauen, die dann vom User Interface nur noch verwendet werden. Ja, und ganz nebenbei sind wir jetzt sogar um die Outlets drum herum gekommen und haben nur mit einer Handvoll Action-Methoden auch wieder ein Projekt aufbauen können und sogar die Farben sinnvoll in einem Modell extrahiert. Wichtiges Thema, musste ich mal mit anfangen, werden wir uns auch öfter mit beschäftigen.